Ja, willkommen auf At Homes, Freunde. Wir haben wieder ein super Angebot für euch. Ich würde die Wohnung als Angebot einstufen, weil wir letzte Zeit wirklich viele 1 plus 1 gesehen haben, wo winzig sind. Also 60, 55 Quadratmeter, 40 Quadratmeter. Die Wohnung hat brutto 79 Quadratmeter. Wie ihr gesehen habt, ist die Küche mit einem Gasherd bestückt, Spülmaschine ist dabei, Waschmaschine ist im Badezimmer, dann hat man einen Kühlschrank, Gasherd, links davon ist Gasflasche drin. Dann hat man hier einen Esstisch mit 4 Stühlen angebracht. Trotzdem hätte man hier, Jenny, nachdem dieser Essbereich platziert worden ist, genug Platz, dass man sich nicht so eingeengt fühlt. Hier hat man ein Dreier Couchgarnitur, wunderschön. Dann hat man 2 einzelne Sessel. Fernsehen ist da, Unterschrank, schöne Uhr. Hast du ihn gesehen? Die funktioniert sogar. Und Lichter, alles neu. Man müsste hier nur 2 Klimaanlagen reinbringen. Dann könnte man Winter wie Sommer hier wunderbar leben. Dann haben wir auch hier einen Balkon. Nicht klein, wenn man Sommer oder Winter hier sitzt und die Stadt beobachtet. Wir sind Raummachmuttler, Freunde. Das war jetzt Balkon, Wohn- und Essbereich, Küche mit dabei, schöne Lampen, wie ich finde, auch Couch, Tisch, Teppich, alles da. Dann gehen wir mal in das Schlafzimmer, Jenny. Oh, ja, das Schlafzimmer ist auch nicht klein, gell? Nachdem man hier ein riesen Doppelbett reingestellt hat mit Kommoden, hat man immer noch rechts und links wirklich mindestens 1,20 frei. Und das ist schön. Auch hier total hell, schöne Fenster. Was mir auch auffällt, Jenny, die haben wunderbare Gardinen hier. Und die Gardinen in der Türkei sind auch nicht die billigsten. Also auch das ist viel wert. Dann schaue ich mal raus. Ja, man hat Rollläden. Also man kann auch von außen zumachen. Das sind viel wert, Freunde. Das ist schon mal gut. Sieht alles neu aus. Dann hat man einen Kleiderschrank mit Spiegel versehen. 2 Nachtlämpchen. Also das sehen wir auch nicht überall, finde ich. Also eine wunderschön gemütlich gestaltete 1 plus 1 in Mahmutlar, nicht weit von der Hauptstraße entfernt, aber so weit, dass man von der Hauptstraße überhaupt kein Hektik mitbekommt. Das finde ich wunderbar. Und dann gehen wir in das Badezimmer. Man hat hier ein runder Spiegel, ist bestimmt mit Licht auch, doch nicht. Waschtisch. Waschmaschine ist hier, Jenny. Dann WC wie überall. Lüftung ist da. Durchlauferhitze ist da. Und ein Eckdusche. Da ist der Durchlauferhitzer. Okay, und hier hat man einen Vorraum, wenn man in die Wohnung reinkommt. Man könnte hier komplett einen richtig schönen Garderobenschrank einbringen, Jenny, weil hier sonst verlorener Platz ist. Dann hätte man immer noch eine Diele, die breit genug ist, dass man hier reinkommt. Okay, unten machen wir weiter und dann sage ich euch auch den Preis, für wie viel diese wunderschöne, kleine, gemütliche Wohnung zu haben ist. So, Freunde, wenn man in höheren Stockwerken wohnt, Jenny, was ist das Wichtigste? Das Aufzug geht. Vor allem, wir haben ja nicht nur einen Aufzug. Erstens haben wir hier 2 Aufzüge. Zweitens, Jenny, ist sehr, sehr wichtig, dass auch wenn Strom ausfällt, Aufzug funktioniert. Das heißt, hier ist ein Generator. Wenn Strom ausfallen würde, springt er sofort an. Innerhalb 3 Sekunden, glaube ich. Dann ist Strom durch Generator wieder vorhanden und ihr könnt alle elektronischen Geräte weiter benutzen. Also diese Anlage hat auch Stellplatz. Wenn man Tor öffnet, reinfährt, kann man sein Auto in Stellplatz abstellen. Sonst ein paar soziale Aktivitäten, die wollen wir auch diesmal mit Ton aufnehmen und nicht nur Musik und laufen lassen.
diese Immobilie ist, finde ich, ein Top-Angebot, weil Alanya verrückt spielt. Nicht nur Alanya, die Welt spielt verrückt. Deswegen sind die Preise überall gestiegen, hier natürlich auch. Wir haben hier, oh, Kicker. Ein Kickertisch. Ja, Jenny, Lektion fällig. Dann Tischtennis, Billard ist da. Die Billardschläger, Stöcke sind dann hinten. Ansonsten ein klimatisiertes Sozialaktivitätsraum, heftig. Dann hat man gegenüber Fitnesscenter. Fitnesscenter hat man ein Ergometer, zwei Ergometer, ein Crosstrainer, ein Laufband und einen Turm und Massagebälle. Man könnte hier Yoga und was weiß ich was alles machen können. Wichtig ist, dass ein neutraler Raum da ist, finde ich. Dann hat man hier natürlich einen riesen Außenpool. Und auch Garten ist groß genug. Das finde ich wirklich schön, Jenny. Und vorne haben sogar Kinder die Möglichkeit zu spielen. Und ein Pavillon, wo man, wenn man Freunde hat, unten grillen kann mit Wasserhahn, Grillstation, überdachte Pavillon, wie ihr seht. Und hier wäre dieser gesagte oder besagte Stellplatz. Da passen einige Autos rein. Ihr seht ja, wie viele noch frei sind. Und wie ihr seht, Generator. Also wer sagt, wir sind zu zweit, wir wollen in Ruhe in Alanya leben, ohne viel zu erledigen, der ist hier richtig. Bett ist drin, Küche ist drin, Wohnzimmer ist drin. Man müsste nur zwei Klimaanlagen kaufen, anbringen lassen und Rest erledigt sich von selbst. Und wenn Sommer hier alles strahlt, Pool voll ist, kann man hier in dieser Anlage wirklich sich wohlfühlen. Schaut euch mal auch Umgebung an. Wunderschöne Immobilien hier. Neben euch ist schon auch eine Baustelle entstanden, die wird auch bald gestrichen und so weiter. Also Leute, ist schon eine schöne Anlage. Diese Immobilie von 79 Quadratmeter brutto, 1 plus 1 mit einem schönen Badezimmer, groß genug. Kostenpunkt 88, Schnapszahl, Verhandlungsbasis. Wer Lust hat, sofort anschreiben. Wir leiten die Kontaktdaten weiter. Und diese Immobilie, zeig mal auch das Haus von außen, ist, finde ich, jeden Cent wert. Bis dann, Freunde.